mein Brief. Ah, ja. Und dieser Brief ist für dich, mein kleiner Panda. Es steht dein Name drauf. Der Brief vom kleinen Panda war sein erster Brief überhaupt. Und er war sehr, sehr aufgeregt. Aber in seiner Aufregung bemerkte er nicht einmal das freche Wolfsbaby, was ihnen zuhörte hinter dem Fenster. Ich frag mich, was in diesem Brief drinsteht. Jeder bekommt Briefe, nur ich nicht. Oh, großartig. Dies ist ein Einladungsschreiben. Rate mal, wer in den Wald kommen wird. Ein Ballonverkäuferbär? Nein. Ein Clownspapagei? Nein, eine Eismann-Giraffe. Hurra, hurra! Ja! Eine Eismann-Giraffe also? Du wirst schon noch sehen, was es heißt, mich nicht einzuladen. Als die Sonne schien, direkt über ihren Köpfen versammelten sich die Tierbabys, die Eiscreme essen wollten, in der Nähe der Bambusbäume und warteten auf die Eismann-Giraffe. Na, ich bin es leid zu warten. Wann kommt die Eismann-Giraffe endlich? Na ja, es wurde hier geschrieben, was der Ort auf der Einladung ist, richtig? Ja, ja. Wir warten am richtigen Ort. Genau hier ist es. Nach einer Weile kam die Eismann-Giraffe, aber traurig zu den Tierbabys und hatte kein Eis dabei. Es tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen, aber mein Eiscremewagen ist weg. Heute Morgen habe ich Erdbeere, Schoko und Vanilleeis in mein Auto getan und ab auf die Straße. Ich wollte mich an einem Apfelbaum ausruhen, als ich am Fluss spazieren ging. Zu dieser Zeit aß ich die duftenden roten Äpfel vom Baum. Ich wollte mich gerade wieder auf den Weg machen und ratet mal, was ich sah. Mein Eiscremewagen war weg. Ich habe gesucht. Ich habe überall gesucht. Aber nein, nein. Sei nicht traurig, Eismann-Giraffe. Wir helfen dir. Wir helfen dir, deinen Eiscremewagen wiederzufinden. Wirklich? Sie gingen alle los zum Apfelbaum, um den verlorenen Eiscremewagen zu finden. In diesem Moment begann der freche Wolf, der den Eiscremewagen geklaut hatte, in seine eigene Höhle das ganze Eis mit Appetit zu verschlingen. Niam, niam, niam. Alles gehört mir. Niemand kriegt etwas von meinem Eis ab. Der kleine Panda, der den Eiswagen verfolgte, zeigte seinen Freunden die Reifenspuren auf dem Boden mit einer Lupe in seiner Hand. Hier sind die Spuren von dem Eiscremewagen. Hier lang. Kommt schon. Doch die Spurrillen endeten, als sie in das hohe Gras kamen. Was machen wir denn jetzt? Freunde, ich rieche etwas. Riecht ihr das auch? Es riecht wie Erdbeereis. Ja, das ist der Geruch von Erdbeereis. Panda und seine Freunde sahen ein Stück Erdbeereis, das auf den Baumstamm geschmiert war. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Kommt schon, hier entlang. Eine Zeit lang folgten alle erfolgreich dem Erdbeerduft. Aber als die Straße in dem Sumpf führte, verlieh der Geruch von Erdbeeren seinen Platz und wurde zu Geruch von Schlamm. Nun sind wir schon so weit gekommen, aber ich kann kein Eis sehen und auch keinen Wagen in der Nähe. Aha, das ist kein Eiscremewagen, sondern die Spurrille hier lang. Ja, nur dieses Mal ist es nicht nur ein Rad, sondern auch Fußspuren.
Der kleine Panda und seine Freunde erkannten sofort, dass die Schlammspuren, die sie fanden, zu einem Wolf gehörten. Also, den Spuren folgend, kamen sie zum Bau des Wolfes. Der Fuchs sagte, dass einer von ihnen hineingehen muss, um den Eiscremewagen zu holen. Aber ich habe solche Angst. Nein, 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 ich kann das nicht. Ich habe auch solche Angst. Ich kann nicht. Aber ich kann. Panda nahm all seinen Mut zusammen und ging auf die Wolfshöhle zu. Als der Wolf merkte, dass jemand kam, schrie es ganz laut und versuchte es zu erschrecken. Wer ist da? Komm nicht rein! Ich habe eine Falle gelegt. Wenn du reinkommst, dann werde ich dich essen. Der Panda erkannte an der Stimme des Wolfes, dass er sehr krank war. Also ging er furchtlos zu ihm hin und sah, dass das ganze Eis schon aufgegessen war. Oh, du bist ganz krank, Wolf. Ich bin nicht krank. Das ganze Eis ist meins, okay? Der Panda hat den Wolf überredet und brachte ihn raus. Die anderen Tiere und die Giraffe waren sehr überrascht, den Wolf zu sehen. So krank. Sie haben sofort gehandelt und setzten ihn neben einen Stein, der von der Sonne gewärmt wurde. Man bot einen heißen Früchtetee an, der andere eine gesunde Bambussuppe und der andere reichte ihm einen langen Schal, um ihn zu wärmen. Wenn du den Eiscremewagen nicht gestohlen hättest, dann hätten wir das Eis geteilt und eine gute Zeit zusammen gehabt, lieber Wolf. Genau. Und dir wäre jetzt nicht so kalt und du würdest dich nicht so krank fühlen an dem heutigen Tag. Aber du wolltest dein Eis doch gar nicht mit mir teilen, weil du mich doch gar nicht eingeladen hast. Als der Babywolf sagte, dass er nichts erhalten hatte, auch keinen Brief, zeigte das Krokodil auf die Äste des Baumes, der vor ihm stand. Ich glaube, dein Brief ist da oben im Baum hängen geblieben. Deswegen hast du ihn nicht bekommen. Oh, hier. Der Briefträgerstorch liefert seine Briefe immer aus. Schau, da steht sogar dein Name drauf. Von diesem Tag an war der Wolf ein vorsichtigeres Jungtier und behandelte seine guten Freunde besser, weil er nie vergaß, dass das Wichtigste ist, das Leben im Wald, die Solidarität und Freundschaft zu zeigen.